Und auf dich abgewartet, kleiner Käsekontent. Nanü! Alter, was steht denn hier an? Machst du hier etwa auf Mausefalle, anstatt unser Home sauber zu pudeln? Wer? Wie? Was wird hier gepudelt? Was grunzt du da für ein Schotter? Ich rede vom Vollab-Cleaning. Oder bist du etwa blind? Peilst du nicht den rückwärtigen Schotterberg? Und du bist dran mit Aufcleaning. Also, schnapp dir die Gummiüberzieher und schrubb los, sonst ist nichts mit TV-Glotzing. Hey, Alter, das kannst du doch nicht durchziehen. Schönes Ding. Hast du was gegrunzt? Nö, ich grunze doch nie. Oh doch, das hast du, Käseklau. Wie willst du denn eigentlich die Käseabgrabung kohlemäßig wieder gut tun? Was ist? Hast du Patte auf Tisch? Wenn ich Geld hätte, dann würde ich den Käse nicht stehlen, du Klimperkutscher. Ach, lass mal schön stecken, du Segellausch. Ich hab schon einen Peil, wie du das wieder zurückzahlst. Diese Bohne dachte, er könnte sich heimlich vom Schrubbdienst verdrücken. Was zwirbelt er jetzt wieder ab? Oh, boah, was für ein cooler Smello. Wie hast denn das denn geölt? Was? Ich bin eben ein Meisterputzi. Nee, ist ja wohl ein Witz, oder wie? Nö, ist wirklich nicht. Wenn du willst, kümmere ich mich ab jetzt um die Hausschrubbe und du um die Essensbesorge. Auf ewiglich. Ist geritzt. Ein Fünfer drauf. Ich schieb Hunger. Ach was. Dann mach mal Flotti den Feuerofen auf volle Pulle und abgebrutzelt. Roger-Keule, was willst du präpeln? Ich hab Hieber auf eine Schubkarrenladung Marmeladenschnitten. Erster! Davon wirst du satt. Nachschub! Na schön, aber machst du nachher auch einen Putzer? Ja. Volles Programm. Und du sein treuer Kollege und hol an die Kauerei. Nicht hetzen! Also, um Schnittchen zu kleistern, ist eine Ladung Marmelade vonnöten. Ah, Nanü, totale Vulkanattacke. Und wo haben sich die Toaststullen verkrochen? Voll der Irrgarten, sind sie hier? Na, oder da? Ach nee, da sind sie ja. Hier kommt die Paste. In der Brezelstube müsste mal gefegert werden. Null Problemo. Hau rein, Putzpiepse! Das wird der Schrubbertulpe den Appetit vermisteln. TV-Glotzing ist angesagt. Was gibt's denn heute Abend zu schnabulieren? Streng mal die Denker an extrem Kohldampfing. Butter und Tomaten und Bananen immer rein. Für einen Leckerschmecker Reis à la Slacks brauche ich eine Portion Reis. Oder wie? Check ich's. Der will mich beschummeln. Ach, Knödel, hast du Schotter auf Tasche für den Reis? Wo ist die Spachtelmasse? Kollege, kommt gleich. Hey, Keule, willst du mich hier etwa reinlegen? Das musst du antuten. Und wo bleibt Dreizack und Schneider? Ach, lass stecken. Besteck ist öde. Und weggezimmert, Alter! Die Bude sieht irgendwie aus wie Schwein. Worauf wartest du? Kannst die Reste aus den Dielen? Coole Aktion, Keule. Und wenn du schon dabei bist, mach einmal Popcorn für uns. Das dürstet der Rache!
Sklave, öffne ja die Türe! Ja, mach hinne. Vielleicht ist es eine Fanschnitte, der wir meine Munddusche vernageln können. Schneller! Krasse Kiste, Keule. Coole Aktion, Atze! Guten Tag, meine Herren. Wir haben einen anonymen Anruf erhalten. Sie beschäftigen hier angeblich eine illegale Putz-Ische. Ach nö, das ist keine Ische, sondern Käsefresser. Ein Käsefresser mit Putzfrauenschürze? Ja, das ist gerade voll trendy. Und Sie geben der Maus nichts zu essen? Das Teil hat doch mit dem Stress angefangen. Sie ist nämlich ein Käsestehler. Ja, das ist er. Volles Brot. So. Wir haben uns für Sie den Hinterwärtigen aufgeknüppelt. Ja, und jetzt die volle Abfuhr hier. Also sowas Unverfrorenes. Genau, ich bin schockiert. Ihr widerwärtiges Gesochse, ich werfe euch sowas von ins Gefängnis. Drück mal nicht so fest, denn das gibt fette Falten auf der Denkmuschel. Wurde ja auch Zeit. Wunderbar. Ihr habt nichts anderes verdient, ihr Loser. Sechs Monate Sozi-Schrubberei? Das ätzt, Alter. Ja, wenn du nicht geschummelt hättest, müssten wir jetzt nicht hier wohnen. Hallo, ich habe nicht geschummelt. Und wie du das hast. Lade das nochmal, du Bromse. Du hast geschummelt. Hey, Sklavengesochse. Ja, ja, hier? Geht mal da drüben unter der Bank fegen. Da ist es wirklich dreckig.